Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute ist ein sehr interessantes Thema am Start und zwar war ich damals ein Rambo. Ich war einer der Leute, die jeden zugeflammt haben, die auch mal gehackt hatten und einer der Leute, die damals jeden ja, provoziert und auch bannen lassen haben. Das bannen lassen, naja, okay, das mache ich heute immer noch bei Leuten, die mich halt aufregen. Aber jetzt so ernsthaft, ich habe mich verändert. Ich war damals ein Arschloch. Ich entschuldige mich bei jedem, den ich damals abgefuckt habe. Und das sind eine Menge, bestimmt so 1000, 2000, 3000 Leute. Ich war Hive-Spieler. Hive-SG. Ich war einer von den Arschlöchern, der jeden provoziert hat. Und so kam ich auch so ein bisschen an die Bekanntheit in der Szene des PvPs und das war so 2015, 16, Anfang 2016 habe ich dann gequittet, also halt Hive-SG halt gequittet. Ja, jetzt bin ich hier gelandet, Leute, und ich bin sowas von zufrieden mit dieser Situation gerade. Mein Kanal wächst, die Leute sind übel nett zu mir, mir macht etwas Spaß und ich bin einfach kein schlechter Mensch mehr. Ich bin damals so gewesen, ich habe jeden beleidigt, der mich in Hive-SG getötet hatte. Ich war nicht mal so gut, dass ich sagen konnte von mir, okay, ich besieg die eh alle easy, aber ich habe es gesagt. Und ich war einfach einer, der jeden beleidigt und provoziert hat und das ist einfach nicht richtig. Und ich sehe heutzutage immer noch Leute, die provozieren mich bzw. provozieren die komplette Community, nur weil sie in einem Blockspiel halt verlieren. Und jetzt kommen wir zu diesem Blockspiel-Argument. Blockspiel sagen ja eigentlich nur die Leute, die das so ein bisschen downstufen wollen, die so sagen, pff, Minecraft für kleine Kiddies. So, und dann spielen sie aber stundenlang am Tag dieses Spiel, dieses Blockspiel in Anführungsstrichen. Und diese Leute sind dann halt meistens auch die Arschlöcher. Und ich war einer der Leute, die zwar nicht mit diesen Mitläufer-Argumenten, wie das mit den Blockspielen mitgegangen ist, aber ich war einfach ein Arschloch. Ich habe jeden provoziert und beleidigt. Ich habe teilweise auch mit DDoS gedroht, obwohl ich das nicht mal kannte und wollte sowieso nicht DDoSen. Also das ist ja natürlich auch strafbar. Boah, und ich war einfach ein Arschloch. Mann, du Arschloch! Enjoy doch DDoS! Verpiss dich in dein Heimatland, du Arschloch! Mann, geh weg, ich will besser sein als du! Ja, Leute, die Message dieses Videos soll übrigens auch sein oder darstellen, eher gesagt, dass ihr einfach mal respektiert, wer im Internet vor euch steht und einfach mal nett zu ihnen seid und nicht einfach direkt und los beleidigt und mich auch nicht irgendwie disrespektet, einfach generell die Leute nicht disrespekten, denn ihr kennt die Leute immer noch nicht und ihr geht ja auch nicht auf der Straße zu irgendwo hin und sagt, ja, hier halt die Fresse oder so und Bastard und was weiß ich, was ihr halt alles im Chat schreibt. Und man sollte einfach mal respektvoll gegenüber den anderen sein, dann ist das Spielen auch viel cooler und dann macht es auch viel mehr Spaß halt zu zocken. Ich weiß das noch von mir, ich hatte damals schwierige Phasen, wo ich immer wieder jeden beleidigt und provoziert habe. Ich habe es ja eben schon erzählt, so ein bisschen. Und da hat das Spielen auch so gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich einfach jeden nur noch beleidigt habe, den Chat. Ich war ja nicht mal ansatzweise nett zu den Leuten. Ich war einfach ein Tryhard, das bin ich immer noch, aber halt im netten Sinne, sage ich mal, der jeden beleidigt hat. Und ich hatte keinen Respekt vor den Leuten, das habe ich auch zu spüren gekriegt. Die Konsequenzen waren eben diese, dass ich nicht mehr so viele Freunde hatte, ja, auch in dieser Szene. Und jetzt schaut mich an, ich bin jetzt nett zu jedem und so kann man sich auch wieder Freundschaften und Communities schön aufbauen. So ist übrigens auch das zustande gekommen, dass ich mich mit den meisten aus meinem Freundeskreis, sage ich mal, wieder vertragen habe. Zum Beispiel Reher und TikTok-Toktek, Grüße an euch, falls ihr das Video seht. Danke, dass ihr mir so geholfen habt. Ja, die Jahre, das waren so meine ersten Hive-SG-Spieler-Mates, sage ich mal, die auch zu mir hielten. Und die haben mir zwar nie gesagt, was ich falsch mache und dass ich das mal verbessern sollte, aber das haben sie auch nur aus Rücksicht nicht getan. Ich habe mit denen bis heute halt immer noch Kontakt, auch wenn nicht jeden Tag. Ich schätze es sehr, sehr, ich verspreche mich, ich schätze es sehr, dass ich solche Leute kennenlernen durfte und das ist für mich wirklich, das hat für mich einen großen Stellenwert, halt einfach, Leute, dass ihr einfach mal wertschätzt, so, dass ihr im Internet anonym seid, ne, dass man nicht weiß, wie ihr aussieht, wie ihr aussieht, ja, und genießt es noch, solange ihr einen guten Ruf habt, denn ihr zerstört ihn dadurch, dass ihr jeden beleidigt. Habt einfach Spaß beim Zocken, sage ich mal. Das ist dann viel cooler. Die Leute werden euch auch mögen und dann kann man auch viel besser schwitzen. Ich meine, die meisten von euch sind ja eh so Leute, die gerne mal schwitzen. Ja, das erledigt sich dann von alleine, weil es einfach, man kann halt einfach viel schöner und harmonischer
spielen zusammen und dann macht das Game auch viel mehr Bock. Das kann ich aus Erfahrung sagen, als wenn man immer rumraged und rumcried wegen allem. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie war es bei euch? Ich war ja auch ein bisschen jünger, muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt halt fast 16 Jahre alt. Damals war ich so, ja, 12, 13. Dementsprechend verhielt ich mich auch nicht sehr respektvoll. Aber es gibt Leute in meinem damaligen Alter, die sind heute ja extrem nett. Und die wissen halt einfach halt diese Werte zu schätzen so. Und deswegen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr solche Leute? Hattet ihr sowas auch mal, wart ihr auch mal so ein bisschen respektlos, sag ich mal? Und hat sich das inzwischen geändert? Oder seid ihr immer noch respektlos und denkt euch, ja, sind doch eh nur Leute, die ich nicht kenne? Ja, lasst mich einfach eure Meinung diesbezüglich einfach mal in die Kommentare wissen. Ich würde es sehr freuen, wenn ihr Like da lasst. Ja, einfach das Entertainment steht bei mir an erster Stelle. Bedeutet, ich werde jetzt nicht so Schwitzer-Videos machen, sondern einfach so Themenvideos. Macht mir auch viel mehr Spaß. Das hier, für die, die es immer noch nicht gesehen haben, obwohl ich es angeblendet habe, das ist mein 10k-Pack. Bei 10.000 Abos wird es released. Ihr seht oben, ich habe noch ein bisschen was zu schaffen an Abonnenten, bis ich die 10k habe. Und ja, Leute, ich würde einfach sagen, haut rein. Schreibt übrigens mal, was ihr geschenkt bekommen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Grüße an Kasamik und ciao.